Willkommen zurück, Lightning Returns. Wir sind dabei, Bisasams aka Tulipan zu vermöbeln. Haben letzte Folge sogar einen letzten erlegt und letzten Donnerstag. Hab ich nichts großartig gemacht, fällt mir gerade ein. So. Pick. Der nächste Tulipan. Die könnten wir eigentlich, wenn wir schon dabei sind, auch schon fast. Hau ich hier gerade überhaupt richtig? Tatsache. Man muss nämlich aufpassen, wo er gerade seine Schwächen hat. Bam. So, weil das bringt mich überhaupt nichts, hier mit Blitz anzugreifen, wenn er gerade Blitzresistenz aufweist oder so. Das ist ganz im Gegenteil ziemlich kontraproduktiv. Aber yuppie, AMP-Chip kassiert, alles ist gut. Und so viele verschiedene Gegner kommen hier auch gar nicht. Jetzt, wo wir den Oberaffen auch schon weg haben, kommt hier, glaube ich, eigentlich auch fast nur noch Tulipan. Oh, was habe ich? Ich habe gerade überhaupt nicht darauf geachtet, was der jetzt für eine Resistenz hat. Ich glaube, im Moment hat er noch gar keine. Feuerschutz, super. Das heißt, er ist anfällig gegen Eis. So. Man kann aber trotzdem immer noch allen möglichen anderen Scheiß draufkloppen. Macht gar kein Problem. Bam. Ärgerlich ist hier nur gerade, dass ich nicht die... Dass ich hier gerade... Das ist ein Eisschwächefeuer. Dass ich keine anderen Guard-Zauber angewählt habe, also drin habe. Außer... Blitzgar und Vollgar. Ah gut, okay, hat schon gereicht. Pyrofunken, Pyrofunken, Ra. Geil. Hier kriegt man auch wenigstens Gegenstände zugeschmissen im Vergleich zu anderen Viechern. Ja, eigentlich könnte ich die jetzt hier komplett auslöschen, glaube ich. Fast. Ah nee, so viele hatte ich gar nicht. Von denen bisher gekillt. Ich bin immer ganz gut aus dem Weg gegangen. So, Blitzschutz, das ist gut. Das heißt, ich kann damit Aero ordentlich draufpumpen. Zack. Bam. So, einfach mal ganz kurz die Garnitur gewechselt, um hier nochmal ein bisschen doller draufkloppen zu können. So, und ich glaube, jetzt habe ich das hier auch schon wieder. Das war die falsche Taste mal wieder. Man kennt es ja nicht anders. Mission, Aufträge, magische Wunschtafel... Ding, das war's nicht. Das war's auch nicht. Doppelpack. Haben wir schon weg. Gieserkraut, alles gut. Ja, super. Die AMP-Chips haben wir jetzt auch. Dann nutzen wir doch mal jetzt eine Teleportation, um uns nach Ayas zu befördern. Um dort mit dem Koch zu reden. Damit er uns ein Rezept bastelt. Ich weiß noch nicht mehr welches, da gucke ich auch gleich nochmal bei den Missionen nach. So, nebenbei, während er lädt, rühre ich mal eben kurz meinen Kaffee und drücke die X-Taste mit meiner Zunge. Hat funktioniert. So. Genau. Mission, Aufträge. Notfallpatient, hungernder Schoko. Nee. Gebet an die Götter? Nein. Raten. Flora in Gefahr? Nein. Nein. Bettelnder Mokshu? Ja, doch, genau, das war's doch. Da ist die Wundermahlzeit. Wundermahlzeit, das ist das Gebräu, was ich brauche. Und das bekomme ich nur hier bei Chef Ayas.
Willkommen. Ja. Wundermahlzeit. Regenbogengelee, Mondseelenblume. Damn it. Na gut. Ich habe zwar alles, aber was mich dabei ärgert, ist, dass ich die Mondseelenblumen dadurch losgeworden bin. Das heißt, ich muss die Mondseelenblumen wieder sammeln. Na, können wir nochmal ganz gucken hier. Genau, Schokobo-Fresser brauchen wir noch. Das brauchen wir nicht. Gieserkraut haben wir. Doppelpack, genau. Wir brauchen wieder 5 Mondseelenblumen. Die Mondseelenblumen kann man aber erst ab 18 Uhr bekommen. Juhu, das heißt also, ich nutze nochmal eine EP-Fähigkeit, Teleportation und bewege mich jetzt zum Forschungslager in der Hoffnung, dass ich dort an die Schokobo-Fresser komme, während ich wieder meinen Kaffee rühre bei einer Ladesequenz und probiere, ob er schon kalt genug ist, um ihn zu trinken. Und diesmal versuche ich mit einem kleinen Finger, hat funktioniert, super. So, dann lass uns mal auf die Jagd nach Schokobo-Fressern gehen. Schnuggelchen. Ich frage mich natürlich, ob die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, wenn ich auf dem Schokobo reite. Hallo, mein Freund. Du brauchst gar nicht so überrascht tun. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, mit Blitz geht das. Oder auch nicht. Und mit Aero. Mit Aero wäre es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gegangen. Aber egal, ich habe ja noch hier Blitzschläge. So, dann machen wir mal Aero drauf. Und gemach. Gemach, gemach. Weiter, immer weiter. Irgendwann wird er schon seinen Schock landen. Super, da ist er im Schock. Ausweiten. Und noch mehr ausweiten. Und Zeitdilatation, um ihn nochmal so richtig zu ärgern. Dafür gebe ich gerne ein EP aus. Bekomme ja immer ein 4 zurück. Wundervoll. So, ich glaube, jetzt muss noch 3 von denen vermöbeln. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt eigentlich erhöht, wenn ich auf Odin durch die Gegend reise? Goblins! Bom. So. Keine lange Reden hier. Schutzsphäre Stufe 3. Ab, ab, ab. Ich renne hier im Kreis rum und freue mich einen Keks, während dieses Fien-Schokobo angreift und nicht merkt, dass ich von hinten komme und ihm so richtig schön Nacken piekse. Hier, Schluck Eis, Scheiß auf irgendwelche Protes, Deprotes und so weiter. Klappt ja auch so. Es dürfen ruhig mehr Schokobo-Fresser kommen. Und weniger von diesen Gelee-artigen Viechern. Na komm, du kannst mich sowieso nicht einholen. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Ich glaube, in der Ecke war ich noch gar nicht hier. Vielleicht im Gebüsch irgendwo eine Kiste oder so? Nö, natürlich nicht. Warum sollte da auch eine Kiste liegen? Mehr von euch. Hey, habe ich dich platt gemacht? Hol ich meine Brüder, ja? Weißt du? So, Schwäche auf... Oh, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Bom. So einfach. ATB-Ladung Stufe 2, cool.
Oh Mann, du bist aber auch kein Schokobo-Fresser. Du bist widerlich. Du bist ein roter Blob. Hier. Chef-Pudding hast du jetzt davon. Damn. Einfache Geschichte. Oh, endlich! Schokopuffresser! Pick! Haha, die wurde gerade eben von einem Schokobo ins Auge gestochen. Was sagst du dazu? Genau. Ero. Ero klingt super gut. Machen wir natürlich immer weiter drauf. Scheiß auf Magenknurren hier. Hier, guck mal, Krafthieb. Bam! Was hältst du davon? Da weicht er einfach aus, die Saison. Knall. Elektro funktioniert auch, ne? Hier, dann kriegst du mal ein paar Elektrohiebe oben drauf. Und Gemach. Weil du so kacke bist. Bam. Oh. Ausweiden geht nicht. Na gut, dann mache ich das halt eben so. Einer von euch hat mein Schokobo annagen wollen. Dafür gibt es Ärger. So, eben mal gucken. Jetzt muss ich mal überlegen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach ja, genau. Wir sind immer noch auf der Suche nach Schokobo-Fressern. Fressers. Diesen Viecher nämlich. Die mögen uns nicht. Ich mag sie auch nicht. Aber mir ist das egal. So, denn ich prügel da einfach nur drauf. Jo. Immer drauf, nochmal zurück auf Ero. Alles klar, ist im Schock. Ausweiden. Gemach. Zeitdilatation und 1. Nochmal. Nochmal. Jawohl. So einfach geht das. Hm. So, wie viel müssen wir denn von denen hier jetzt eigentlich noch? Mission, magische Wunschtafel, Schokobo gegen Schokobo-Fresser. Na perfekt. Haben wir. Florangefahr haben wir nicht. Das Rätsel der Schokobäuchel haben wir schon. Gebet der Göttin haben wir auch. Hunger an der Schokobo haben wir auch. Doppelpack, ja, da müssen wir noch auf abends warten. Notfallpatient haben wir nicht. Haben wir auch. Boah, wieder eine ganze Menge hier geschafft. Das ist doch spitze. Das reduziert natürlich unsere Handlungen nochmal enorm. Aber was machen wir denn jetzt noch die ganze Zeit? Wir können hoffen, dass es nochmal die ein oder andere Aufgabe in Yuuzhan oder in... Ne, in Yuuzhan gibt es ja, glaube ich, sowieso noch eine. Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Was genau? Mache ich doch einfach mal glatt. Magische Wunschtafel. Ach nee. Yuuzhan. Bin ich jetzt gerade in Yuuzhan? Ja, ich glaube schon. Ultimatives Leben haben wir hier noch. Glasgelee. Ah ja, na sicher. Das sind die Radiallager. Wo bekomme ich nochmal Radiallager her? Das könnt ihr mir gerne als Kommentar drunter werfen, wenn ich es nicht bis dahin schon rausgefunden habe. Glasgelee bekommen wir von den von diesen komischen Insektenviechern. Da sind wir gerade dran. Ist echt nicht mehr so viel, was wir hier noch haben. Was natürlich noch eine große Frage ist, ist, wo bekomme ich denn dann jetzt noch Missionen her? Und Gemüsesamen, davon brauche ich auch noch 10 Stück. Das schaue ich mir, glaube ich, nochmal
weiß nicht. Das ist ein bisschen zu viel, als dass ich da einfach mal so sagen kann. Ja, von da. Ach, da war doch gerade eben irgendwas. So, Bronzemedaille. Ist ja jetzt nicht so, als ob wir zu wenig Geld hätten. So, ich düse jetzt nochmal eben zur Wunschtafel. Euch hässlichen Viecher ignoriere ich nämlich einfach. Ihr seid sowieso kacke. Gebt dann nochmal die Mission ab, einfach um den Überblick zu behalten. In der Hoffnung, dass ich auch vielleicht nochmal die ein oder andere neue Aufgabe bekomme. So, 14 Uhr haben wir es jetzt. Hallo Schokolina. Ja, man sieht schon. Ordentlich was geschafft wieder mal. So, Chocobo-Fresser haben wir auch durch. Ja, das gibt ordentlich. Zack, zack. Hungernde Schokobos auch nochmal abschließen. Wir sind ja ein Schokobo-Freund. Und das ja auch noch. Super. Notfallpatient. Gisalin. Wo bekamen wir das nochmal her? Ja, werden wir noch... Oh. Gibt es jetzt neue? Tatsache. So. Tja. Das gucken wir uns gleich in der nächsten Folge nochmal an.